Tja, wir kommen zum Ende dieser spannenden zwei Tage. Und ihr werdet es nicht glauben, ich muss mal auf die Uhr schauen. Aber die Infrastruktur-Review hat angekündigt, sie will tatsächlich pünktlich anfangen. Ich halte das ja nach wie vor für ein Gerücht. Aber Peter und Daniel, man muss sich ja nicht wirklich vorstellen, die machen das jetzt. Und es ist noch ein bisschen Zeit. Das waren zwei spannende Tage. Wir haben enorm viel gelernt über das, was wir so online machen und was geht und was nicht geht. Wir Wiener, wir Ösis haben was für unsere Privacy Week gelernt, weil so wie das aussieht, werden wir die auch online eher online machen müssen. Und so wie es im Moment so klingt, habe ich nicht den Eindruck, dass so im Herbst das alles schon vorüber sein will. Die Österreicher, die Wiener wollen ja ihr Donauinselfest, das größte Outdoorfest Europa, wollen das, haben das jetzt in den Herbst geschoben. Das halte ich für sehr optimistisch. Aber hey, ich höre hinter mir an der Regie, da hier höre ich, dass die schon fertig sind. Ich pack's nicht. Also, meine Damen und Herren, ich darf vorstellen, Peter und Danimo mit der Infrastructure Review und dem Closing vom DIVOG, dem ersten DIVOG, das online zu Ostern 2020 gehalten wurde. 4, 3, 2, 1, go ahead! Ja, dann einen wunderschönen guten Abend zum Infrastructure Review und Closing der DIVOG. Wir haben uns gedacht, wir brauchen mal ein bisschen mehr Kongressatmosphäre hier und haben deswegen mal uns in den Saal 1 des CCHs begeben. Der war gerade günstig zu haben. Danimo und ich, wir stellen euch jetzt einfach mal vor, was alles so passiert ist mit den ganzen Slides, die uns die einzelnen Teams zugespielt haben, und erzählen dann am Ende auch noch was, wie das Ganze hier technisch funktioniert hat. Ja, und das ging im Prinzip mit der Kommunikation los. Da haben wir die Statistiken bekommen. Es gab einen IRC-Server auf Hackint mit 347 Usern und einen Matrix-Server auf Feridas Space mit 245 Nutzern. Und dann gab es das Team von C3Lingo. Und da C3Lingo war am Start und hat Remote per Mumble übersetzt, weil die Translator natürlich auch nicht wie sonst in den kleinen handlichen Kabinen sitzen konnten. Das war dann sowohl per Mumble zu hören, als auch zumindest ab heute in den Streams. Das war ein bisschen fummelig, das da reinzubasteln. Aber hat funktioniert und es wurde nach Englisch und Französisch übersetzt und ich glaube, das meiste wird auch in den Recordings drin sein. Genau. Das habe ich schon gesagt, was da stand. Es ist gut, wenn man die Slides nicht kennt. Und dadurch, dass die Übersetzer einen Stream geguckt haben, der etwas schneller war als der Stream, den die eigentlichen User draußen bekommen haben, gab es die Übersetzung quasi schon vor dem Bild. Das ist eine technische Errungenschaft, die uns sonst unbekannt ist. Danimo. So, genau. Kommen wir zum Merch. Ihr habt erstaunlich viel bestellt und es ist echt großartig. Denn bis um 21 Uhr 450 Shirts, 103 Hoodies, 131 Zipper und 169 Jogginghosen. Und das Team hat mir extra noch einen kleinen Text hier mitgegeben, um das zu kommentieren. Sie konnten nämlich gar nicht abschätzen, wie viele Leute an der Klamottenbestellung interessiert sind. Und haben mit Linda von Nachmacher X eine Textildesignerin gefunden, die große Lust hatte, den Merch bereitzustellen, und neben Linda sind noch drei weitere Selbstständige mit dem Bedrucken, Packen und administrativen Aufgaben beschäftigt. Und so sind wieder ein paar Covid-Geprellte beschäftigt und freuen sich über Abwechslung und Beschäftigung. Linda und ihre Crew verstecken übrigens in den Paketen kleine Überraschungen und nachhaltige Produkte, also freut euch auf eine nachträgliche Osterüberraschung, die ihr mit euren Jogginghosen geliefert bekommt. Oh, und ich bekomme gerade nachgereicht 169 Jogginghosen. Genau, natürlich gab es auch ein Infodesk, falls sich jemand in dem großen Gebäude verlaufen hat.
erreichbar war ja über das POC unter der 1111 und war auch von außen erreichbar, sowie per Text Twitter und Mastodon. Es gab so circa 30 Anfragen. Ihr habt euch also anscheinend in euren eigenen Wohnungen nicht so sehr verlaufen. 9 Anrufe per DECT bzw. SIP aus dem IPVPN und 4 aus dem öffentlichen Telefonnetz. Tja, und keine Anrufe auf einer besonders einprägsamen Sonderrufnummer. So, kommen wir zur Chaospost. In der Chaospost wurde diese Statistiken sind irgendwie nicht so richtig beeindruckend, aber eben dem Umstand geschuldet, dass physikalisch Postkarten ausliefern weder sozial noch irgendwie rechtlich besonders akzeptiert sind, deswegen 0 Karten ausgeliefert von 0 Postboten. Es wurden allerdings auch keine Bäume geschädigt bei der Produktion dieser 0 Postkarten. Es gab aber ein spezifisches Event-Design und das Postamt hat um 23.42 Uhr, wird um 23.42 Uhr schließen. Die Statistiken dazu, es wurden natürlich schon Postkarten zugestellt, nämlich digital, und der Stand um 22.50 Uhr dazu sind 523 digital zugestellte Postkarten, 32 TLDs wurden insgesamt adressiert und 13 verschiedene Postkarten, 3 Chaosmarken, und alle waren bis zum Schluss verfügbar. Es ist seltsam, dass digitale Produkte nicht vergriffen sind. 4 Postbeamte und die durchschnittliche Bearbeitung hat 31,0 Minuten gedauert. Ja, das CERT war selbstverständlich auch vor Ort und hätte euch geholfen. Erreichbar war es unter der 1818 oder per Mumble. Telemedizin wurde 2-mal angefragt. Es gab eine Besatzung von 24-2. Genau, es gab 42 Anrufe, es wurden 0 Kilometer in den Runnerschichten zurückgelegt und die Telemedizin war oder ist sogar noch erreichbar wahrscheinlich. Gruppenbezogenes Brandschutzverhalten war vorbildlich. Das CERT konnte keine Verstöße gegen das Rauchverbot feststellen. Aus Sicht des CERT war es mit einer der sichersten Veranstaltungen. Genau, kommen wir zum VOG. Und da können wir tatsächlich irgendwas sagen, was wir nicht nur PowerPoint-Karaoke-mäßig vortragen. Denn wir hatten ein wunderbares Programm von 18 Sessions, die alle remote reingekommen sind. Eine war pre-recorded, alle anderen sind tatsächlich live gehalten worden. Das Ganze haben moderiert 5 Remote Heralds und angeguckt haben sich das Ganze 800 Viewer über unsere Plattform mediaccc.de. Und dazu haben wir noch ein YouTube Playout gemacht, die uns nochmal so um die 150 im Peak Zuschauer gebracht haben in Originalsprache und in der Übersetzung. Ganz wichtig, Nobody's Left Behind. Wir haben lange keinen YouTube-Playout mehr gemacht, aber da wir wirklich alle erreichen wollten, auch auf den Plattformen, wo es noch keine MediaCCC-App für gibt, eben auch YouTube diesmal. Und es gab eine Live-Übersetzung das werden wir gleich eben mit C3Lingo nochmal genauer ausführen. Ja, also erzählst du noch was über die Infra? Das Ganze bedurfte ja, dass wir von den Vortragenden von zu Hause ein halbwegs brauchbares Bild bekommen. Deswegen waren für uns so Sachen wie Jitsi und so erstmal raus, so dass wir alle Vortragenden gebeten haben, bei sich ein OBS, ein Open Broadcast Software Studio zu installieren und uns von da aus den Stream per ATMP zuzuschicken. Wir haben ihn mit unserem Nginx Relay angenommen und von da in ein weiteres OBS eingespielt, was im Rechenzentrum auf einem Rechner lief, auf dem wir dann in einer Remote-Session die zentrale Regie für alles gemacht haben. Das hat auch überraschend gut funktioniert, nachdem wir einen Tag damit verbracht haben, das in einer VM zu probieren und es dann doch auf Bare Metal gemacht haben. Remote-Zugriff auf das Ding musste halt möglichst latenzfrei und vor allem mit synchronem Audio sein. Deswegen sind wir bei No Machine gelandet.
ist auch so ein RDP-Dingsbumsi, funktioniert überraschend gut. So, dann das Playout. Das haben wir im Prinzip gemacht, wie schon zum letzten Kongress. Allerdings gab es mindestens eine Änderung. Wir haben HLS ausgeliefert über Nginx und Dash mit Opus und MP3 als Audio-Codex. Das Ganze kam über OBS, hat auch WAPI, also Hardware-Beschleunigung benutzt. Das ging dann auf ein Nginx RTMP und anschließend auf ein FFmpeg. Und das FFmpeg hat gleich in einem sowohl das H.264 durchgereicht, eine SD generiert über WAPI, ein VP9 auf Full HD gemacht, allerdings in Software, weil wir tatsächlich Vergleiche gemacht haben. Was sieht am besten aus? Und das Hardware VP9 hat uns bei HD nicht überzeugt, aber das SD haben wir dann wieder mit WAPI gerechnet. Und Opus und MP3 wie immer mit LibOpus und Lame. Also alles in einem FFmpeg-Aufwasch. Und ganz neu könnt ihr unseren Streamplayer jetzt einfach direkt einbinden. Nehmt einfach euch dieses GitHub-Repo und bindet Streaming Media CCC-Inhalte direkt ein. Ja, das war's ja schon eigentlich, Dani, oder wollte da nicht noch was sein? Ja, also ich weiß es nicht, also irgendwas fehlte. Das hier. Hallo. Das POC. Hallo. Hallo. Mr. Spock. Hallo. Entschuldigung, so. Ihr seid auch noch dran. Ja. Ja, wir haben einige Dinge zu erzählen. Ich beginne ja einfach mal mit den Statistiken. Wir haben ja auch Statistiken wieder, immer allseits beliebt. Genau, und wir haben diesmal leider keinen DECT angeboten. Entgegen anderslautender Gerüchte gibt es keine Deutschland-DECT-Installation. Was wir angeboten haben, ist ZIP, und wir haben auch in dem Wiki die Anleitung dargestellt, Box für die volle DECT-Experience konfigurieren kann. Das haben auch einige Leute getan, wie wir sehen. Also ca. 300 aktive Registrierungen haben wir gesehen hier und ca. 8000 Anrufe. Also das ist schon ordentlich. Genau, soweit zu den Statistiken. Ja, traditionell kann man jetzt schon fast sagen, haben wir immer wieder Dinge getestet auf dem Easter Hack, der Test in Folge. Der erste Test, erinnert euch mit Sicherheit alle dran, beim Easter Hack haben wir alle Geräte einmal abgemeldet, weil wir ein komplett neues Self-Service-Deck-Registrierungs-Prozess-Thema da eingeführt haben. Und dann haben wir in Wien eine Datensammlung durchgeführt, um das Protokoll besser zu verstehen, und haben da auch zum ersten Mal Cloud-Decked durchgeführt. Das heißt, unsere Anlage war remote und wir sind mit einer Enterprise-Firewall auf das Easter Hack gefahren nach Wien, haben hinterher festgestellt, die Enterprise-Firewall brauchten wir gar nicht. Genau, dann haben wir jetzt gesagt, der dritte Test, wir haben zwei verschiedene Motivationen, weshalb wir Dinge verändern wollen. Das eine ist, wir haben immer mehr Veranstaltungen, die uns angefragt haben, ob wir da nicht das POC machen wollen, und wir haben uns überlegt, wie können wir damit umgehen, als Gruppe ja nicht für alle Veranstaltungen vielleicht dann auch skalieren. Haben wir gesagt, okay, vielleicht ist der Ansatz eher, dass wir Menschen enablen und dass wir eine POC-Umgebung schaffen, die auch Nicht-POC-Mitglieder ein verteiltes Box sozusagen, und dass wir dadurch auch Pull-Requests bekommen können und die unser POC verbessern. Und die zweite Motivation, die wir hatten, etwas zu verändern, war unser Routing, was wir in der neuen Anlage mit der Selbstregistrierung komplett neu implementiert haben. Das sind sehr viele Funktionen, sehr schnell reingekommen, und das war jetzt an einem Punkt, wo wir keine Skalierung mehr hatten in der Funktionalität, weil wir das als MySQL Stored Procedure implementiert haben, sind da tatsächlich Probleme aufgetreten. Das hatten wir so auf dem Camp so einen kleinen Bug getriggert, der dazu geführt hat, dass bestimmte Gruppenmitglieder nicht erreichbar waren. Dafür hatten wir perfekte Gruppen. Ja, nicht, also beide Dinge, beide Motivationen haben sozusagen zu einer Änderung geführt.
Und wir haben jetzt die neue POC-Umgebung erzeugt. Das nennen wir jetzt NanoPOC. Und das ist so, dass wir das komplett reproduzierbar gestaltet haben. Und darin haben wir jetzt beide dass wir eine Umgebung haben, die wir auf GitHub irgendwann mal veröffentlichen können. Und zum anderen, dass wir ein neues Routing implementiert haben, was jetzt alle bekannten Anforderungen einmal neu strukturiert. Und genau, ich würde jetzt einmal einen kurzen Überblick geben über das NanoPOC, was wir da so geschaffen haben. Und genau, im Grundsatz jetzt auf Ansible-Technologie aufgesetzt erstmal, um virtuelle Maschinen zu erzeugen, haben wir Vagrant verwendet. Und das Kern unseres POCs ist zurzeit eine YAML-Datei, in der alle Informant eingetragen und bestartet. Kann man darin definieren, welche Interfaces man haben möchte, welche VPNs man haben möchte, also aus welchen Ecken sich da jemand einwählen kann, welche Maschinen, welche IP-Adressen, welche ZIP-Trunks und sowas. Das heißt, die Idee ist, jemand konfiguriert, also jemand checkt dieses Repository aus, konfiguriert dieses Deployment-YAML so, wie das benötigt wird, mit all den verschiedenen Informationen. Packt die Closed Source Binaries mit dazu, sowas wie diese RPM-Pakete für unser Deck-Setup und dann kann man Vagrant Up eingeben und es erschafft sich eine komplett neue POC-Instanz mit all den dazugehörigen VMs. Und das haben wir jetzt bei diesem DevOps das erste Mal ausprobiert und das hat funktioniert. Genau, das heißt, alle konnten erstmal telefonieren und daraus hat sich jetzt praktisch ein neues Thema an Funktionalität ergeben. Und da würde ich einmal übergeben an den Gavin. Genau. Ja, dann nochmal so direktes Hallo von meiner Seite. Genau, also was sich viele von euch irgendwie in der Vergangenheit gewünscht haben, ist, dass wir an der Gruppenfunktionalität nochmal so ein bisschen arbeiten und da sowohl irgendwie die Funktionalität im Guru, also in dem Benutzerinterface für euch direkt verbessern, als auch irgendwie neue Funktionen zu implementieren. Und was ihr jetzt irgendwie schon sehen könnt, ist, dass wir tatsächlich es geschafft haben, während dieses DevOps, was ja so als Easter-Hack-Ersatz dient, und zwar irgendwie das Frontend hier wirklich neu zu verbessern. Und wenn ihr inzwischen jetzt hier auf Call Groups geht in unserem Benutzerinterface, dann seht ihr, dass das fast genauso aussieht wie früher, aber nicht mehr ganz. Da gibt es jetzt hier dieses neue Interface für die Gruppen und dann können wir mal kurz durchgehen und gucken, wie das jetzt auch ein bisschen darauf eingehen, welche neuen Möglichkeiten dieses neue Interface denn jetzt auch bietet. Also der Mitglieds-View sieht jetzt irgendwie so aus, das ist eine leere Gruppe, die habe ich mal zum Testen eben angelegt, da kann ich jetzt mal meine Extension irgendwie reinlegen. Rein damit. So. Was jetzt zum Beispiel neu ist, wenn ihr jetzt auf Call-Gruppen geht, dann seht ihr einen Invites, das jetzt gibt und dann könnt ihr einfach sagen, okay, in diese 2099 rein und dann seht ihr auch, dass ich jetzt hier irgendwie auftauche und es gibt jetzt hier irgendwie mehr ganz oft gewünscht irgendwie von Leuten, dass sie sagen, ja, ich bin ja ganz grundsätzlich in dieser Gruppe drin, aber manchmal will ich da irgendwie raus, wenn ich Pause mache und ja, das ist unser Knopf und wenn man auf diesen Pause-Knopf drückt, dann wird die Mitgliedschaft in dieser Gruppe pausiert, das seht ihr auch hier vorne. Da wird jetzt hier irgendwie angezeigt, dass man momentan pausiert ist. Und so lange kriegt ihr keine Calls von dieser Gruppe. Und erst wenn ihr wieder auf den Play-Button hier hinten drückt, dann bekommt ihr wieder Anrufe von dieser Gruppe. Und wir haben auch mal irgendwie das Interface überarbeitet, habt ihr gesehen. Hier kann man sich angucken, registriert. Ich könnte jetzt zum Beispiel mal den Sascha hinzufügen. Man kann ja diese Gruppe jetzt auch administrieren. Und wir hoffen, dass jetzt alles ein bisschen übersichtlicher geworden ist und dass auch viele neue Dinge irgendwie auch gehen. Was sich auch viele von euch gewünscht haben, ist, dass man Gruppen in Gruppen hinzufügen kann. Ne? Also diese 2000er-Gruppe vom POC. Ja, zack, da ist sie. Die können wir jetzt einfach mal hier einfügen. Jetzt ist in meiner Testgruppe der 2099 tatsächlich auch die POC-Gruppe drin, die 2000. Das ging früher nicht. Und ja, was ihr hier irgendwie mal ein bisschen sieht, ist dieser Administrationsview von uns, den kennt ihr wahrscheinlich nicht. Dann seht ihr hier oben dieses Pending Changes. Das Pending Changes, das funktioniert so, dass
die Webseite generiert quasi so einen Event-Stream und der Event-Stream sagt der Anlage, was gerade geklickt wurde. Wenn ich Leute zum Beispiel hinzufüge oder hier nochmal irgendwie auf den Pause-Knopf drücke, dann erzeugt das ein Event intern und das Event wird an die Telefonanlage weitergespielt. Die holt diese Events nach und nach ab. Und momentan, wie viele Änderungen noch offen sind, das ist so für uns als Indikator, ob da gerade ein Problem mit der Synchronisation zwischen der Anlage und der Webseite besteht. Ja, ach so, und für diejenigen von euch, die irgendwie glauben, man kann jetzt irgendwie Unfug machen, wenn ich jetzt hier in der POC-Gruppe zum Beispiel wieder versuche, irgendwie meine 2099 hinzuzufügen, um eine Schleife zu bauen, dann geht das nicht. Ne? Also da wird einem angezeigt, das geht nicht, weil Schleifen wollen von euch. Ne? So, sich viele von euch irgendwie noch gewünscht, dass man so verzögern kann in der Gruppe. Da haben wir gedacht, naja, das haben wir noch nicht geschafft. Das verwirrt vielleicht viele Leute. Da haben wir gedacht, naja, da machen wir irgendwie hier so einen Parameter rein. Expert Mode gleich 1 und dann kann man irgendwie so Delays konfigurieren. Ja, nee, so war das eigentlich nicht gedacht. Also eigentlich sollte ich glaube, das ist irgendwie noch nicht so fertig. Ja, ich glaube, da müssen wir wirklich nochmal ran. Wenn man fertig ist, dann tauchen hier so Textboxen auf. Wenn ihr hier den Expert-Mode anmacht, dann seht ihr hier irgendwie, dass man da so Delays eingeben kann, sodass irgendwer zum Beispiel erst 20 Sekunden später klingelt, sodass so ein bisschen zu Second-Level-Support, man will nicht sofort irgendwie angerufen werden, dass das dann irgendwie auch noch geht. Ja, und was ihr auf jeden Fall seht, ist, was wir jetzt irgendwie konfigurieren können, ist viel mehr als früher. Es gibt dieses Start-Stop. Es gibt irgendwie, dass ich Gruppen in Gruppen hinzufügen kann. Und wir halt irgendwie auch so Delays konfigurieren können, sobald das fertig ist. Und dafür brauchen wir ein deutlich komplexeres Routing. Und als Folge aus dem deutlich komplexeren Routing hatten wir so das Gefühl, wir müssen auch mal dringend unser Tooling überarbeiten, um das alles zu debuggen. Weil sonst kommen wir da irgendwie nicht mehr zu. Und da hat sich der Civilian mal Zeit genommen und versucht, das Debug-Tooling irgendwie aufzuhübschen. Und ich habe so den Eindruck, da ist was sehr Vorzeigbares dabei rausgekommen. Deswegen. Ja, dann auch von mir schönen guten Abend. Ich schau mal, ob ich euch das zeigen kann. So, und ihr seht hier schon, was das Problem von diesem deutlich komplexeren Routing ist. Das ist eine relativ übersichtliche Baumdarstellung, was passiert, wenn der Garvin die Projektleitung anruft und die Projektleitung einige komische Sachen konfiguriert hat, wie zum Beispiel eine Weiterleitung, falls da besetzt ist, an die 2000, ne, dann soll das POC angehen. Und Mitglieder, und eines dieser Mitglieder ist dann wieder der Garvin, der gerade angerufen hat, weswegen der eigentlich nicht mitklingeln soll. Deswegen verzögert es Klingeln, also bei dem Bernie oder bei mir klingelt das erst nach 5 Sekunden. Wir können Weiterleitungen nach extern, also der PL-Runner 2 Sekunden lang nicht rangeht, dann fängt es an, bei der Telekom-Hotline zu klingeln. Wir klingeln, also wenn man sich den POC Sascha hier anschaut, der hat einen Multiring konfiguriert, das heißt, in dem Moment, wo sein Telefon klingelt, automatisch auch die 2005, weil er noch so ein Tischtelefon sich neben sich stehen hat. Und um das alles irgendwie veranschaulichen zu können und zu verstehen, was da warum passiert, haben wir uns diese Visualisierung gebaut. Und das Ziel ist es, dass wir ja euch all diese Möglichkeiten irgendwann auch im Go geben. Mal schauen, wie schnell wir das schaffen. Und die zweite Sache, die insbesondere auf diesem Event sehr hilfreich war, ist live in die Anlage reinzuschauen, was da so passiert. Und dafür haben wir uns hier an der Stelle einfach anzeigt, ja, was genau da gerade passiert. Ah ja, und ich sehe, irgendjemand versucht mich anzurufen und ich kann aber nicht, weil ich hier gerade in einer Telefonkonferenz bin. Aber ich kann ja mal die 2000 anrufen und dann seht ihr, dass das bei allen Leuten jetzt anfängt zu klingeln. Man kann live zugucken, man bekommt die SIP zurück, was dort passiert. Wir auch sehen, wie die Calls geroutet werden. Also wenn ich mich zum Beispiel hier einfach mal durchstellen lasse, von
dem SIP-Server auf den DECT-Server, auf den SIP-Server, zurück zum Premium über App nach GSM, dann die Netzansage ran und ich kann live zuhören. Und das ist jetzt einmal über einen momentanen Einsatz haben. Weswegen ja auch in dem Dashboard seht, dass dort deutlich mehr als null DECT-Anrufe sind. Das liegt einfach daran, dass wir. Ja, also ihr habt ja jetzt gesehen hier, wir können im Prinzip auch solche Sachen wie Forward und das ist momentan im Google noch nicht drin oder dieses Mitklingeln, das hatten sich auch viele gewünscht. Also was ihr seht, ist Backend-seitig sind da jetzt die Voraussetzungen für geschaffen. Wir können das im Prinzip in die Anlage auch schon reinkonfigurieren, was halt noch nicht fertig ist. Das ist das Frontend für euch. Das wird sich aber, denke ich, im Laufe des Jahres ergeben und wenn wir es dann irgendwann mal wieder schaffen, auf ein größeres Event vor Ort zusammenzukommen, bis dahin geht das dann hoffentlich auch und dann könnt ihr all diese neuen coolen Features selber ausprobieren, selber konfigurieren. Ihr seid natürlich herzlich willkommen, weiter bei uns am Tisch mal zum Schwatzen vorbeizukommen, aber die ganze Arbeit, die müsst ihr dann selber machen. Ja, es ist noch one last thing sammelt beim DVOG für unsere Tischinstallation. Am besten funktioniert das mit diesem Jitsi. Wenn man das kurz vor dem Go-Live gegen den BigBlue-Button tauscht, haben wir herausgefunden. Und das ja, haben wir jetzt getan. Wir sind da sehr zufrieden mit. Und insoweit war es das von uns. Und wir müssen jetzt hier so ein bisschen Q&A machen. Und da ja gar nicht alle Teams hier sind, würde ich sagen, wir beantworten einfach random reihum diese Fragen. Ja, dann. So, also die... Soll ich sie moderieren oder könnte sie selber vorlesen? Passieren nicht statistisch gesehen die meisten Unfälle im Haushalt. Ja, ich würde sagen, dadurch, dass ihr natürlich alle brav nur vorm Rechner gesessen habt und eigentlich gar nichts anderes getan habt, außer euch elektronisch zu engagieren oder Talks zu konsumieren, kann da ja eigentlich gar nicht viel passiert sein. Dann haben wir noch den Hinweis bekommen, dass in unseren Statistiken die Android-App für dieses Event fehlte. Die wurde aus dem Play Store 153 Mal installiert und aus F-Droid vermutlich auch, aber das weiß man aus Datenschutzgründen natürlich nicht. Ja, es gibt hier die Frage nach der Bandbreite und überhaupt, Und wie viel war die NOC-Bandbreite dieses Mal überdimensioniert? Also das Problem bei dieser Bandbreitenmessung ist, wir haben noch kein Feedback von der NSA und die Netzbetreiber wollten es nicht direkt rausrücken. Vielleicht können wir es nochmal später im Pad nachreichen. Ja, und dann ist da noch eine Frage nach, wie man jetzt gerade den Anruf zählen würde, den der Fragesteller auf die 011899, you know the thing, 88199997253. Da käme nur ein langer Wählton und dann Stille. Gehört das so, fragt jemand aus der verteilten Dolmetscherkabine. Kann das Proxy sich dazu äußern? Nee, eigentlich sollte man da erstmal einen Ringback-Ton hören und der Ringback-Ton, der liest die Nummer vor, die man vermuten kann. Wir haben noch einen Feature-Request bekommen, und zwar die Suche nach Namen für Gruppen statt nur nach Extensions. Ja, Namen von Gruppen statt Extensions meint jetzt die in der Liste, aber das wissen wir jetzt wahrscheinlich nicht genau. Also grundsätzlich kann man in dem Telefonbuch alle Gruppen finden, die sich auch sichtbar geschaltet haben. Ich glaube, es geht um, wenn du neue Leute der Gruppe hinzufügen. Auch also auch nach deren Namen. Also das müsste eigentlich gehen. Ja. Wenn das nicht geht, dann ist das eher ein Bug, dann einfach Bock an uns reporten. Und dann gibt es noch eine Frage ans Bock. Wie wäre es, Gruppengespräche, Talkgroups, Chaträume einrichtbar zu machen? Die haben wir ja schon eingerichtet. Wir haben ja einen statischen Gruppenraum, das ist die 8800.
Ja, den kann man sicherlich mal aufnehmen, den Wunsch, dass man sozusagen so eine Partyline manuell konfigurieren kann. Ansonsten kann sich das auch jeder aktuell schon konfigurieren. Wir haben da auf GitHub ein Beispielprojekt mit der Hotline. Da kann sich jeder einfach seine Nebenstelle zu einer Konferenz konfigurieren. Damit sind wir durch die gestellten Fragen durch. Wir können jetzt noch ein bisschen Quatsch machen oder wir gönnen euch ein paar Minuten Pause. Will euch mal Quatsch machen? Na gut. Wir haben keinen Quatsch vorbereitet. Pause und um 0 Uhr haben wir dann Tasmo und Daniel hier, die ein DJ-Set und Visuals spielen und euch noch bis 2 Uhr durch die Nacht begleiten. Und ansonsten vielen Dank an alle, die dieses DVOG möglich gemacht haben, an die Organisatoren, an alle Ochs, an alle individuellen Leute, die Server bereitgestellt haben, die sich Ideen haben überlegt, wie man dieses verteilte Online-Chaos umsetzen könnte. Wir sind wahnsinnig überrascht, zumindest geht's mir so, was alles so da rausgekommen ist, und ich würde einfach sagen, ja, danke, stimmt, Leute. Da kann ich mich nur anschließen und nutze die Nacht noch in den Mumbles und Jitsis und Big Blue Buttons und tut so, als hättet ihr ein Hackcenter. Viel Spaß am Gerät.